Die Stadtwerke Halle investieren in diesem Jahr 160 Millionen Euro in ihre Unternehmen. Frage an Matthias Lux, Geschäftsführer der Stadtwerke Halle. Was sind denn die Leuchttürme unter den Investitionen? Es gibt so drei große Leuchtturmbereiche. Das eine ist im Bereich Energie. Dort investieren wir vor allem in den Kraftwerkspark, in den Energiepark in der Dieselstraße und in die Weiterentwicklung des Fernwärmenetzes. Im Bereich Wasser- und Abwasserversorgung liegt der Schwerpunkt im Bereich der Netze und auch der Kläranlage. Die Reinigungsleistung der Kläranlage soll erhöht werden und wird erhöht. Und der dritte Bereich ist das Stadtbahnprogramm. Also das hat viel mit dem Verkehrsmittel Straßenbahn zu tun und der Ertüchtigung der Gleis- und Schienenwege. Was spüren denn die Hallenser davon direkt? Naja, der eine Bereich, den man sofort sehen kann, ist der Energiespeicher. Der ist fertig geworden am Standort Dieselstraße. Dieser Energiespeicher hat viel mit mehr Wirtschaftlichkeit zu tun, aber natürlich auch mit Versorgungssicherheit, die dadurch gesteigert ist. Und der zweite Bereich, für dieses Jahr erwarten wir die Fertigstellung der großen Steinstraße. Was für viele im Moment ein Ärgernis, dass die Straße durch diese ja sehr lange und sehr große Baustelle zurzeit nicht genutzt werden kann. In diesem Jahr wollen wir die Straße wieder freigeben. Das hört sich gut an. Ein anderes Thema ist Klimaschutz. Das ist in aller Munde, das ist eine große Herausforderung für alle Unternehmen. Was tun wir als Stadtwerke denn dafür im Rahmen unserer Investitionen? Ja, insbesondere im Bereich CO2-Minderung helfen uns natürlich in Halle und in Deutschland die Investitionen in den Energiepark in der Dieselstraße, aber eben auch das Stadtbahnprogramm. Denn die Beschleunigung der Straßenbahn lädt mehr Menschen ein, mit der Straßenbahn oder mit dem Bus zu fahren. Das mindert die Umweltbeeinträchtigung durch den Verkehr und schafft eine Mobilität, die modern ist, die auch klimaneutral und klimaschützend ist. Naja, und Investitionen in die Abwasserreinigungstechnik, das muss man niemandem erklären, helfen der Saale und damit uns allen in der Stadt. Dankeschön.